kleiner Porenmann, der in seinem Hintern ganz tief bohren kann. Schon wenn ich sie da stehen sehe, höre ich einfach diese komische Klaviermusik. Und Junge hat der Codec gelitten. Junge hat der Codec gelitten. Ich mach mal vorsichtig, aber ein bisschen leiser, warte mal. Schlohweiße Haare und ihre ledrig-braune Haut. Ihre reifen Brüste hingen schlaff herab, wie zwei Beefy Rolls XXL. Ich liebe Beefy Roll. Ich quatsche mal gar nicht lang, sondern wir starten. Gute Idee, das ist besser wahrscheinlich. Ins Büro. Hui. Eben gerade war er noch hier und plötzlich am nächsten Tag verschwindet er und taucht nicht mehr auf und kommt nicht mehr zur Arbeit. Der Robert. In was programmieren die denn hier? Java natürlich. Ja. So, hier bin ich gerade auf dem Klo. Kann ich hier. Die Musik ist ganz schön laut diesmal, ne? Oder? Kommt mir das nur so vor. Schon mal ableichen, gerade ein bisschen. Jetzt aber Schluss mit lustig. Ich schnapp mir jetzt einen Kaffee. Ich sehe dich. Was ist das? Und dann auch noch. I see you! Mit Open Office. Wenn es der Geist der Omi ist, hat die Oma also Open Office geöffnet. Ein Schlüssel ist jetzt im Klo. Wir hatten den ausgekackt. So, hier ist aber nichts drin. Alter, ich traue mich gar nicht rauszugehen. Ich habe das Gefühl, hier steht gleich irgendwo was hin. Was macht... Wie hält er denn... Okay, ich muss ganz kurz hier rüber. Wie hält er denn den Kugel... Oh Gott. Das sieht so furchtbar aus. Warte mal. Guck mal hier mit dem Kugelschreiber immer. Schlüssel ist jetzt im Klo. Wir hatten den ausgekackt. So, hier ist aber nichts drin. Alter, ich traue mich gar nicht rauszugehen. Ich habe das Gefühl, hier steht gleich... Das ist das Gruseligste eigentlich. Tür. Sie hat sehr böse Dinge getan, / Erb. Krass, wie jung du aussiehst. Die Kamera ist auch gefiltert. Da sind mehrere Filter drauf. Ich hab das damals sehr gut integriert über Premiere. Punkt. Robert. Aber ja, ich war auch noch jünger. Und hatte ein paar innere Dämonen. Das ist korrekt. Und ich sehe ein Uja-Brett. Der soll doch nicht mit seiner toten Oma reden. Das macht man doch einfach nicht. Wenn die Oma tot ist, lass sie doch ruhen. Ich übe nochmal ganz kurz, und sich frei unterm Tisch zu verstecken. Problem? Ich bleib jetzt hier einfach sitzen, bis die Sonne wieder aufgeht, und dann passt das schon. Mhm. Ob ich mir jetzt vielleicht... Oder kann ich mir hier... Oh Gott, wenn die Jumpscares noch niedlich. Oh, wenn ich mir heute Jumpscares angucke, weißt du, wo dann Fullscreen irgendein Gesicht... Und immer mit, natürlich mit 300% Lautstärke. Das hier, das war doch viel angenehmer, oder? Alter... Erinnert mich doch ein bisschen... Hattest du einen Filter auf deiner Cam damals? Ich hatte mehrere Filter auf der Cam. Mehrere. Und zwar vor allen Dingen immer, wenn ich mich irgendwo in Horrorgames reingeballert habe. Man sieht's, ja, auf jeden Fall. Und heute? Ich sehe gerade nicht sehr gefiltert aus. Ein roter Ballon, ist das ein Symbol deiner Liebe? Ist das... Oh... Los, versteck dich unter dem Tisch! 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 Alter, kann ich die Tür zumachen? Ich sehe nichts. Gruß geht raus in den Bitrate. Scheiße. Alter. Eine Scheiße, der hat eine Slender-Oma, der Robert. Check my drawer. Taschenlampe? Ja. Check mal meinen Zeichner. Eine Taschenlampe. Großartig. Ich höre ihr Klopfen an der Tür. Sie kommt näher und näher. Oh, ich hätte mir die Originalmusik lassen sollen. Hier stört die Overlay-Musik ein bisschen. So diese Klaviermusik, die man einfach schon kennt. Weißt du, was ich meine? Und ich fragte mich, sind das nur Effekte auf dem Bildschirm? Oder haben sie eine Bedeutung? Dich, fick dich, Oma. Dich, 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 dich. Alter, ich hasse das Spiel. Der Gebis, wenn ich wieder sehe, da werde ich mal ordentlich was erzählen. Du sagst, du siehst heute nicht sehr gefiltert aus, aber dabei hast du heute noch mehr drauf als früher. Ja, aber ich benutze keine Filter mehr. Du hast völlig recht, ja, mit deiner Aussage, aber dafür nutze ich keine Filter mehr. Oh Gott. Sieht aus wie meine Webcam. Eine Batterie habe ich gefunden, Duracell. Das mit dem Heiden ist zwar ganz cool, aber irgendwie komme ich nicht immer unter die Tische. Heiden? Sind ja Ungläubige? Ah, jetzt. Okay, mal gucken. Ah! Und du
schön der Blick durch die Tischplatte. Alter, das Gesicht. Das Gesicht. Hau ab, Oma. Verpiss dich. Ist sie durch uns durchgegangen? Alter, ich schwöre, ich stehe nie wieder auf für Senioren im Bus. Die fing doch ziemlich unmittelbar hier wieder an, ne? Ach, Alter. Scheiß Bildschirmschoner. Das wäre eigentlich cool, oh, Telefon. Wenn der wirklich mal vorm Fenster steht und nicht reinkommt oder vielleicht doch versucht reinzukommen. Ja, jetzt geht aber ans Telefon, da ruft jemand an. Rübergehen, solange es krisselt. Sie hat schon angenommen. Sie hat schon angenommen, alles gut. Alter, die verkackte Tyrannen-Mistsau-Oma. Bis die Oma wieder weg ist. So, ich hoffe, jetzt geht's nicht mehr wieder. Warte mal, da war doch was in deinem Schreibtisch. Wir können einfach unterm Tisch warten, bis die alte Humus ist. Kann nicht mehr so lange dauern. Okay. Warte mal. Moment. Sekunde. Ist schon gut. Der Drucker druckt. Oh, das ist aber der zweite Teil jetzt, ne? Die Cam ist aber sehr klein. Hallo. Und sehr stark gefiltert. Ne. 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 Ich hab grad erst angefangen, Alter. Oma. Ah, ne, ist immer noch der erste Teil. Okay, die Kamera ist so anders. Okay. Lass mich. Auf jetzt. Auf damit. Was ist das? Ein Schlüssel. Man steckt ihn in Türen. Okay. Oma! Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Oma, du warst nie für mich da. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Was? Nein! Wie, die Batterie ist leer. Also wenn du das Let's Play siehst, Oma, ne? Hier. Ich meine, ich mag dich. Gab nicht mal mehr das Echte. Sie wollen sich also für unsere Firma bewerben. Ja, dann zeigen Sie doch mal Ihre Unterlagen. Das ist ja mein ausnehmend hässliches Foto. Wer beschäftigen kann, hässlichen Menschen, das sieht man ja an. Wenn ich rangehe, ruft sie den ganzen Tag lang an und dann will sie wieder erzählen, ach ja, mein Mädchen. Und dann hab ich noch... Was ist denn mit der Musik in diesem Video los? Auch diese Cremefüße. Das ist eine Mobbing-Kacksau, Oma, ey. Da hat ihr doch einfach die ganze Zeit die Sommerhits durchlaufen lassen im Hintergrund. Das gibt's überhaupt nicht. Ich schwöre dir enterbig. Verhärteten Krampfadern. Die wollten. Für meine guten Freunde. So, die Musik gerade an. Mit einem kleinen. Hella, ein zu Flacki. Ja, ja, man ist ja nicht. Was ist das denn? Nimm die scheiß Fussel aus meinem Gesicht, bevor ich dich wegklatsche, Oma. Da lugt eine Oma über den Schrank. Die steht da auch nur. Die was ist mit der Musik? Die hängt da hinten einfach nur rum. Oma, Oma, hier hinten. Du musst lauter sprechen, die Musik ist so laut. Vergangenheitsbronk. Für eine olle, also für so eine 1000 Jahre alte Frau. Was ist denn da passiert mit der Musik? Als würde ich, und vor allem so eine beschwingte Musik. Als würde man gerade Volksfest feiern. Dann bin ich heute im Bus gefahren und da war ein junger Mann, der wollte mir nicht Platz seinen Platz anbieten. Was sind das nur für Zeiten? Ich flüchte. Nein. Was? 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 Oh. Was? Ich bin wieder im Büro? Und keine Batterien. Kann ich jetzt... Alter, ich will da nicht hingehen. Ich weiß genau, die Oma ist genau da irgendwo, jetzt wo wir die Kerze haben. Wirf die Kerze. Kommt die Oma näher, die Oma kommt näher, die Oma kommt näher. Geht's, Feuer, geht's. I'm opening. Diese Animation, das ist einfach Hollywood. Das ist einfach Hollywood. Oh, wie unbeholfen das noch war. Es ist schon ein bisschen süß, war das Spiel schon. Und der zweite Teil war noch viel unbeholfener. Save my friend. Ja, genau, von daher kommt Omi-Liebe. Genau, von daher kommt Omi-Liebe. Wir haben die Oma doch... Habt ihr? Darkness is shrouding the deepest corners of my soul. It feels like I am falling into a black and endless expanse. I do not seem to remember my name. But I do know that I am needed somewhere. And that I need to get back to this place. And that my final page has yet to be written. Es ist nicht sehr performant, oh Gott, fürchte ich. Wir sind der junge Mann mit dem Plastikshirt. Objective, oh Gott, get to your office on the...
third floor. Wir sind auf dem third floor. Third floor. So, the client is demanding a new version of the app to be uploaded for testing this Monday. They want a new status report on facts immediately. I know you've been working on many layouts in the last couple of weeks, but it's why the language party. Untertitel wären hilfreich. Aha. Find a way to fix the vending machine. Das ist echt ein Horrorspiel. Ach, die ist kaputt oder was? Thirstig? Bisschen thirstig. Stromverschwendung. Die Bilanz für dieses Jahr sieht astronomisch aus. Die Quartalsvergleiche lassen. Was? Oh nein, die Grafik verschwindet. Das liegt im Quartalsvergleichen. Oh nein, der Porenmann. Poren Ishii ist wieder da. Also, was ist das denn? Ja, der Manager usually schedules screening service during night hours. Da geht das Licht einfach aus. Was ist das? Alter, was macht der denn? Wir kennen uns doch gar nicht so lange. Ein Date wäre schön. Alter, was ist denn hier los? Jetzt geht da richtig in die Endkurve gerade. Jetzt ziel gerade. Oh, Vorsicht. Ach, die ist im Keller. Na super. Okay, dann hol ich mal ganz kurz, dann zieh ich mir mal eben noch ein Kökchen. Nur mal vorsichtshalber. Was ist das da hinter dir? Meine Würde. Ich glaube, das sind wir aus dem ersten Teil. Tatsächlich, ne? Ja. Tatsächlich so. Robert. Ich glaube, ich weiß genau, wem der Schlüssel gehört. Wahrscheinlich der Robert. Bruder von gut durch, Bert. Ich bin thirstig und das Spiel ist grüßlig. Der muss pissen wie ein alter, wie so ein Feuerwehrschlauch muss der um sich pissen. Hä? Was? Was denn? Das sind wir gar nicht mehr wir? Es ist Omi! Ich trage sie gerade auf dem T-Shirt. Es ist Omi! Omi! Obi-Wan-Kenobi! Das Video ist komplett asynchron bei mir gerade. War das Video damals schon so asynchron? Omi! Okay, Kaffee, weil wegen Speichern. Ich liebe dich! Alter, die fährt da rum wie eine Schießbudenfigur. Die Rombo-Oma. Die steht auf dem Rombo-Bodenstaubsauger. Die lässt sich von dem hier durch die Gegend. Die ist eigentlich gar nicht da. Das ist nur so eine Attrappe, weißt du? Aus so einem Rombo, der da durch die Gegend fährt. Die Rombo-Oma. Ach, ja, Rombo-Liebe. Ich bin der Porenmann. Schau meine Poren an. Sie explodieren. Der Porenmann ist hier. Der Porenmann, der Porenmann, der in seinem Hintern ganz tief bohren kann. It sounds like someone's phone is ringing. Ja, die Oma hat ein Handy. Na klar, die Oma ein Handy. Because your eyes cannot see it, doesn't mean that something doesn't exist. Let me show you. Was? Es ist die Zahlenzusatzversicherung. Bin ich tot? Was war das denn jetzt? Ist das nicht Chris von den Pete's Meats? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für eine... Ich liebe dich! Remember, just because your eyes cannot see it, doesn't mean that something doesn't exist. Yeah. Was? Ich bin schon tot? Weil ich das Handy angenommen habe? Dich Spiel! Was ist das für eine... Remember, just because your eyes cannot see this doesn't mean that something doesn't exist. Ich verstehe es nicht. Aha, meine Aufgabe ist, es gibt mehr im Leben, als das Auge sehen kann. Was? Hä? Vor Erschöpfung zusammengebrochen, großartig. Oh, CD-Rohlinge mit 700 Megabyte, guck mal. Oh, wie süß. Diese CD-Rohlinge war mal richtig der Shit. Und die hast du dir einfach, da hast du zu Hause packenweise von. Meistens von Werberteam. CD-Rohlinge. Ach ja, schön. Good times. Huch. Lachst du wegen meiner CD-Rohlinge? Die Oma hatte noch crouchen. CD-Rohlinge. Aber ich kann nicht unter den Tisch crouchen, ich kann einfach nur so crouchen. Hä? Aber welchen Sinn hat das Crouchen dann? Was, mein eigener Schatten?
Und das läuft 24/7. Warte mal, weißt du, wer 24/7 läuft? Deine Mutter. Und zwar dein Scheiße, den der herräumt. Oh, oh, ja, schön. Tools. Ach, da unten sind die. Everybody loves you and it doesn't seem that you maybe have eingeschränkte geistige Kapazitäten in the brain. We don't know for sure. So, Mark Brochtenberg. Ja, wirklich ein bisschen Zuckerberg. Chip-Software. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir gespielt haben, ne? Ihr hört nichts. Ihr hört das nicht. Da ist so ein Röcheln im Hintergrund. Okay, hier ist gerade erstmal nichts. Ja, Office Space. Ah, wunderbar. Office. Hä? Nein, da ist nichts. Du hast dich verhört. Du hast dich verhört. Da ist überhaupt nichts. Der Chat hat sich bis heute kein Stück geändert. Damals so, heute so, alles gleich. Erik, was bist du hörend? Nach draußen schmeißen. Ich würde mich wahnsinnig gerne irgendwie nach draußen glitschen. Leider kann man nicht springen. Crouchen. Das war zu leicht. Es war einfach zu leicht. Huch. Ja, oh Gott. Oma! Nein, Oma! Was? Oma, ich muss es sagen, für dein Alter bist du noch richtig rustikal unterwegs. Hä? Das hat sie erstmal auf die Titten glotzen. Was war das denn? Busen! Ja, wirklich. Was war das denn gerade für ein Flash? Ja, was soll das? Voll der Tittenflash. Warum? Bitte hör auf, mir deine Busen ins Gesicht zu pressen. Hier, da ist noch ein Vektordisk. It's in Wienerbröt. It's in Wienerbröt. Someone might need it. It's in Wienerbröt. Oh, schön. So ein gutes Spiel. Oh, guck mal, die geht nach Hause. Omi. Omi. Hä? Das Sofa ist sehr gut. Omi ist zu Haus. Die Oma haben wir doch wirklich schon mal verbrannt und jetzt wird die wieder verbrannt. Die wird immer verbrannt, die arme Oma. Da wäre ich auch sauer. Was hast du getan? Ich habe nichts getan. Ich habe nur zugeguckt, wie Oma in eine große rosa Spalte ging, die sehr heiß war offenbar. Hallo? Arbeitet hier noch jemand? Ich bin von unten. Uns ist Druckerpapier alle gegangen. Und darf ich mal kurz auf Ihren Lokus? Beides steht in keinem Zusammenhang. Okay. 13 Personen, 1000 Kilo. Ist also kein amerikanischer Fahrstuhl. Hey. Bisschen latenten Rassismus. Hä? Der Fahrstuhl fährt ohne uns. Was ist das denn? Was ist das denn? Der Fahrstuhl fährt einfach weg. Ah, erstmal durch die Wand gucken. Jo, moin, Michael. Heute wieder Schicht. Du, ich muss nachher noch zum Sport. Also wenn du willst, ne? Ich habe mich jetzt bei McFit angemeldet. Kannst du gerne mitkommen. Ich bringe dich auf Karte, da hast du dann 10% Mitgliedschaftsbonus. Das sind Rabattwochen gerade für Kumpels. Michael, wir sind Gertrud stand ihr Leben lang auf Hentais. Was? Sie hätte es niemandem gesagt. Aber Tentakel waren ihre große Passion. Sie wollte selber einen Oktopus züchten, aber sie wusste nicht wie. Mit 30 hatte Gertrud sich Kaulquappen gekauft, weil sie dachte, eines Tages könnten daraus vielleicht Oktopoden entwachsen. Sie heiratete Heinrich, weil im Altenheim das Gerücht umging, Heinrich hätte Saugnäpfe auf seinem Penis. Aber so war es nicht. Es waren nur Gerüchte. Gertrud war erschüttert. Als würde ich gerade Mythenakte gucken. Dieses Geräusch passt halt überhaupt nicht ins Spiel. Hä? Es ist ein Rombo! Rombo! Willst du mich verarschen? Unser alter Freund! Ja! Es gibt wirklich noch Rombo hier? Ja! Erstmal auf dem Rombo fahren! Ziemlich polnisch das Ganze. Hä, Tobi? Bisschen Formel 1-Feeling, ne? Boah, es ist laut. Boah, warum ist die Musik so laut? Das ist das neue Ding, mein Omi. Das ist das neue Ding. Oma, was machen wir jetzt, du und ich? Wir sind beide eingeschlossen. Es ist spät im Büro. Wir sind beide einsame Seelen auf der Suche nach ein bisschen Zärtlichkeit und Nähe. Aber ist die Oma nicht von in die rosa Spalte gegangen? Wieso ist sie wieder da? Omi,
Wir können uns so viel geben. Schlohweiße Haare und ihre ledrig-braune Haut. Ihre reifen Brüste hingen schlaff herab, wie zwei Beefy Rolls XXL. Ich liebe Beefy Roll. Ach so, wir sind full circle gegangen. Bin doch wieder ein bisschen verliebt. Jetzt bin ich doch ein bisschen verliebt. Schade, dass es nie einen dritten Teil gegeben hat. Ich frage mich, ob der Entwickler noch ein Spiel gemacht hat und wir sollten es, glaube ich, herausfinden. Omi-Liebe ist die einzig wahre Liebe und seit damals verfolgt uns diese wunderbare Omi-Liebe. Ich vermisse sie ein bisschen. Schlohweiße alte Damen in Horrorspielen, die uns ungewollt irgendwelche glitschen Teile ihres Körpers im Zoom präsentieren. Was gibt es Romantischeres? Ja, das war das Beste auf eine Omi, die man nicht feuern kann. Okay, ja, oder gut. Ja, ich meine, die ist ja auch schon, ich glaube, die ist nicht mal angestellt. Ich weiß es nicht genau. Best of One Late Night. Ich hoffe, der Entwickler hat noch ein Spiel gemacht. Ich würde es wahnsinnig gerne sehen. Ich habe vergessen, wie sehr mir der Porenmann gefehlt hat. Ich finde den Porenmann fast noch geiler als Omi. Der hat es wirklich rausgehauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schicke euch eben einen Link raus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao mit V. Tschüss. We'll be right back.